Lieber Horst, du bist verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Wie siehst du die Sicherheit bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen? Nun, zunächst einmal vorneweg, die Bahn ist im Verhältnis zum Auto immer noch ein sicheres Verkehrsmittel. Aber sie ist längst nicht mehr so sicher, wie sie das vor 10, 15 Jahren noch war. Wir haben eine Reihe von Ereignissen, die das deutlich machen. Wir haben Radsatzwellenprobleme beim ICE3 und beim ICET. Man muss wissen, der ICE3 ist nur mit großem Glück an einem Unfall wie Eschede vorbeigeschrammt. Der ist mit einer gebrochenen Achse, mit einer gebrochenen Radsatzwelle auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahren und ist zum Glück erst im Kölner Bahnhof in einer Kurve entgleist. Man muss wissen, wir haben Achsprobleme und Radsatzwellenprobleme bei den Güterwaggons. Es hätte auch hier in Deutschland schon längst zu einem Unfall wie in Via Reggio kommen können, wie er vor wenigen Wochen passiert ist, mit erheblicher Anzahl von Toten und großem Schaden, auch in der Wohnbebauung. Und wir haben Probleme, wie man sie zum Beispiel sehen kann, in Berlin, wo es an der Wartung mangelt und wo auch die Räder unterdimensioniert sind bei den S-Bahnen und wo es jetzt zu einer Situation kommt, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nie gegeben hat, wo 2/3 der Züge aus dem Verkehr genommen werden mussten, Schienenersatzverkehre fahren und das S-Bahn-Chaos schlechthin ausgebrochen ist. Das heißt, wir bezahlen alle als Fahrgäste mittlerweile den Preis dafür, dass die Bahn in den letzten 15 Jahren auf Substanz gefahren ist, nicht mehr genügend in den Unterhalt des Netzes, der Weichen, der Signale, des Wagenmaterials gesetzt hat und auch in den Vorgaben für die Hersteller offensichtlich nicht so gearbeitet hat und bei der Kontrolle, wie sie das hätte tun müssen. Deswegen, wenn nicht in den nächsten 2-3 Jahren ganz erheblich umgesteuert wird und die Sicherheitslücke bei der Wartung und bei der Kontrolle geschlossen wird, dann wird die Glücksträhne in den Unfällen irgendwann aufhören und wir werden, wenn wir Pech haben, Unfälle wie Eschede oder Via Reggio erleben.